Schließlich war der Herbst gekommen, 30 Stunden vor der Tür. Noch ein endlos langer Sommer, der mal an passiert. Und im Kork, ob der da schleuchtet weht. Und im Dez, ob der da Städte fährt. Bis zu einer Fussi Gatz und im legendären grünen Kleid. Und Oleander, der wird ständig blöd. Und der Mord hat ja allein gehört. Bis zu einem Kompass, der nicht funktioniert. Ohne Stimmen, die durch Labyrinthe führt. Ich freue mich riesig, dass er heute bei uns im Studio ist. Auch. Herzlich willkommen, Wolfgang Niedecken. Danke. Ihnen auch ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Seit über 30 Jahren im Showgeschäft. Wir kennen Sie als Frontmann von BAP natürlich, aber auch als Maler, als Autor. Das Lied, was wir gerade gehört haben, Zusammen alt, da singen Sie: Schließlich war der Herbst gekommen, plötzlich stand er vor der Tür. Ja. Ist das jetzt Ihre Stimmung? Ja, also das war jedenfalls meine Stimmung, als ich diesen Song geschrieben habe, wo ich dann auch wirklich nach dem ersten Wort gesucht habe. Das erste Wort war das schwierigste, schließlich. Das war es. Und dann ging der Song, der flutschte dann durch. Mhm. Aber es war wirklich dieses Gefühl, nach diesem unglaublich langen Sommer, den ich erleben durfte. So mein Sommer zählt vom Examen auf der Kunsthochschule im Sommer 74, bis halt zu dem Tag, wo ich den Schlaganfall hatte, am 2. November 11. Und es war ein unfassbar langer Sommer. Sie hat auch zu beneiden, wenn Ihre Sommer so lang sind. Also mal gucken, sind ja noch zwei Jahreszeiten dahinter. Ihr aktuelles Buch heißt Zugabe, die neue CD Zusammen alt. Das klingt auch so ein bisschen melancholisch. Ja. Ist auch Grund für, Sie haben ja auch Ihren Schlaganfall gerade erwähnt, 2011. Wo stehen Sie im Moment? Also momentan scharre ich eigentlich ausschließlich in den Startlöchern, weil ich Mitte März auf Tour gehen darf. Also ich freue mich sowas mit meiner Band, also mit BAP, auf eine sogenannte BAP zieht den Stecker Tour, weil der Name Unplugged ist uns ja untersagt worden, weil MTV sich den gebunkert hat. Und, aber ich freue mich da total, weil wir wollten immer schon eine Tour dieser Art spielen, durch gediegenere Säle, wo wir den Leuten auch einen Sitzplatz anbieten, wo wir die Songs mal entschlacken, beziehungsweise mit akustischen Argumenten spielen und allein die Songauswahl hat schon ein Riesenvergnügen bereitet. Also mich ja hinzusetzen, um mal das ganze Repertoire durchzuwühlen und zu gucken, was könnten wir denn nochmal spielen und was müssen wir auf jeden Fall spielen und in welcher Reihenfolge. Also das war schon, da hatte ich ein wunderbares Luxusproblem. Ja, da kommt echt schon die Vorfreude rübergeschwappt, wenn Sie da erzählen. Ich stehe Ihnen ja heute tatsächlich das erste Mal gegenüber, aber ich glaube, es geht mir so wie wahrscheinlich vielen von unseren Zuschauern auch. Ich habe das Gefühl, ich kenne Sie schon. Ja, das beruht aber auf Gegenseitigkeit. Kennen Sie schon richtig lange, aber ich glaube, das haben unsere Zuschauer auch, weil wir Sie einfach auch schon so lange erleben und Ihnen zuhören dürfen. Und so hörten Sie sich 1979 an. Ja, ich finde es toll. Wunderbar. Das muss in Xanten gewesen sein. Vor 30 Jahren war das. Wie weit sind Sie das noch? Ich bin das teilweise noch. Ich würde natürlich nicht mehr so über die Bühne hampeln. Das käme ich mir berufsjugendlich vor. Also ich sage immer, lieber altersmilde als berufsjugendlich. Ich kann Berufsjugendliche eigentlich immer nur bedauern. Man reift doch, man wächst doch, man hat Erfahrungen gemacht. Und die Erfahrung muss man mit einbringen und dann so zu tun, als wenn man immer noch der junge Spring ins Feld wäre. Das muss ja nicht sein. Dann wird man auch... Eigentlich wird man dann auch unglaubwürdig, auch bei der jüngeren Generation übrigens, die sagen, was will der denn, was meint der denn, was er noch wäre oder was. Immer schön hösch. Hösch, ja. Das kölsche Wort, das ich als eins der ersten gelernt habe. Hösch heißt langsam, mit der Ruhe. In aller Ruhe. Ja. Man sagt ja, ein Künstler, der so viele Menschen erreichen kann, der so eine Macht hat, einfach weil er auch bekannt ist und beliebt, hat eine Verantwortung. Was verbinden Sie mit dem Begriff Verantwortung? Also ich finde, dass wir alle Verantwortung haben.
auf den verschiedensten Gebieten. Natürlich kann man sagen, jemand, der so viel in den Medien ist und sich so viel auf Bühnen rumtreibt, der hat vielleicht eine besondere Verantwortung. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen ungerecht. Es mag Künstler geben, die ausschließlich zur Gaudi auf der Bühne stehen. Ja, die haben vielleicht die Verantwortung, dass sie auf Niveau achten sollten. Ich finde schon, dass man angehalten ist, auf Niveau zu achten. Mhm. Aber es hat nicht jeder die Verantwortung zu übernehmen, sagen wir mal jetzt in meinem Fall, dass es in Afrika den ehemaligen Kindersoldaten, dass die wieder integriert werden in die Gesellschaft, hat nicht jeder die Verantwortung. Aber jeder hat trotzdem die Verantwortung, sich zu informieren, was weltweit passiert. Mhm. Und daraus dann selber wieder seine Schlüsse zu ziehen, inwieweit möchte ich mich engagieren. Das ist bei allen. Aber die Künstler werden natürlich meistens gefragt. Wenn irgendwo was passiert und es muss ein Benefizkonzert gegeben werden, dann wird man keine Zahnärzte oder Schuster fragen. Man fragt natürlich wieder die Musiker. Ja. Und dann wird es immer etwas gemein, wenn es dann anschließend heißt, ja, die machen das ja nur, damit sie wieder in die Zeitung kommen. Ja. Also da dreht sich das dann rum, aber auch das tausendmal erlebt und Haken hinter und gut ist. Ja. Das ist immer die Sehnsucht nach den Propheten, ne? Irgendeiner, der es uns sagt. Es gäbe viel zu erzählen zu Wolfgang Niedecken, zu ihm als Künstler, der nicht nur Musiker, sondern auch Maler ist, zu seinen Vorbildern und den musikalischen Spuren, die er gelegt hat, zu seinen Erfolgen überall auf der Welt, zu seiner Musik. Uns wird es in dieser Stunde Planet Wissen um den Künstler gehen, der auch immer ein politisch Interessierter war, der angefangen hat als Rebell und Kritiker und dann gehandelt und verändert hat. Und ein Lied wird man, glaube ich, mit Bab immer verbinden. Hier ist es. Lang, lang her, hab ich was ersetzt. Lang, lang her, hab ich echt Glück. Und dann der Schock, wieder mal so mich zu kommen. Mag euch gut, für mancher ist man Glück. Den 30 mehr. Du bist ein Jäger. Was hat einen Spaß, ja, haben Sie gerade gesagt. Das war beim 30-jährigen Bandjubiläum 2008, verdammt lang her, mit Thomas D. Das war 2006? Ja. Sie wissen es garantiert bei 90. Ja, also wir haben ja 76 angefangen und dementsprechend 2006. Und dann in 2 Jahren haben wir dann 40. Das, unglaublich. Ja, also, ja, gut, man könnte sagen, wo ist die Zeit geblieben? Aber ich weiß ja schon, wo sie geblieben ist. Wir haben viel gemacht. Bei Ihnen können wir es echt nachverfolgen, wo sie geblieben ist. Das ist ein Lied, das immer noch ganz viel gespielt wird, vor allem auch bei Jubiläen, bei Geburtstagsfeiern, einfach weil der Titel dann so gut passt, die Geschichte des Lieds. Der Text ist ja eigentlich eine ganz andere Beziehung. Wie finden Sie das, dass das so anders benutzt wird? Ich finde es wunderbar. Also es ist wirklich ein mehr Segen als Fluch. Natürlich, ein Fluch gibt es auch dabei, weil viele Leute uns nur noch an diesem Lied festmachen. Bei all den Hits, die wir hatten, bleibt dann, je nachdem, welche Journalisten jetzt gerade arbeiten, dann, je nachdem, wie jung die sind, bleibt dann schließlich dann doch immer nur dieses eine Lied übrig und dann wirst du zum One-Hit-Wonder. Und nach 40 Jahren, das kann ja wohl nicht sein, aber nein, das ist ein Lied, das ich geschrieben habe damals, als mein Vater gestorben ist, mit dem ich ja erhebliche Auseinandersetzungen hatte. Und wir haben uns aber nie mehr wirklich ausgesprochen. Wir sind nie wieder so übereingekommen, dass ich ihn auch beruhigen konnte. Also er hat nie erlebt, dass ich doch mal was würde. Er war in Sorge, weil er so ein Künstler wurde. Ja, 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 ja. Und ich habe dieses Lied dann geschrieben, nachdem er gestorben war. 1980 ist er gestorben.
Und das ausgerechnet dieses Lied wurde dann der Durchbruch eigentlich. Mhm. Und aber viele Leute können mit anhand dieses wirklich sehr einfachen Refrains natürlich alles Mögliche da reinpacken. Mhm. Ob das ihre erste Klassenfahrt war, der erste Kuss oder weiß der Teufel was. Irgendwas wird schon für jeden verdammt lang her gewesen sein. Ja. Und das wird wirklich angefüllt mit eigener Biografie. Ja. Das ist in Ordnung. Vielleicht trotzdem eine schöne Hommage an Ihren Vater, ja, Josef. Was war das Schwierige an Ihrer Beziehung zu ihm? Naja, zunächst mal war ich als Kind totales Papakind. Ich war immer mit meinem Vater unterwegs. Und das war natürlich für ihn dann, als ich in die Pubertät kam, etwas hart. Dass ich dann plötzlich diese Ödipuskämpfe auszutragen hatte. Mhm. Und man ist dann gemein, wenn man in dem Alter ist. Mhm. Wenn man 15, 16 ist und den Kampf um die Gunst der Mutter, das ist so ziemlich macho-mäßig. Ich habe ihn regelrecht seziert, politisch auseinandergenommen. Und er hatte eine NSDAP-Vergangenheit und er war konservativ bis dort hinaus. Aber ich habe das natürlich im Nachhinein alles nachvollziehen können. Ja. Nicht alles gutheißen können, dass er Mitläufer war, kann ich bis heute nicht nachvollziehen. Aber damals war man auch sehr selbstgerecht. Mhm. In diesem Alter ist man selbstgerecht. Mhm. Mhm. Was weiß ich denn, was ich getan hätte? Müssen wir uns alle fragen. Ja, das denke ich auch. Und Sie haben ja die Band nach ihm benannt. Bab ist ja das kölsche Papa eigentlich, ne? Ich habe sie noch nicht mal so genannt. Also das war ein Zufall. Als wir zum ersten Auftritt überredet wurden, haben wir noch nicht mal einen Bandnamen gehabt. Und dann kam der Mann, der uns überredet hatte, kam noch mal zurück in diesen Proberaum und sagte, wie heißt der denn? Und dann sagte unser Gitarrist Hans Heeres, der sagte dann, schrieb da Bab drauf, aber lass das zweite P fort, weil das sieht scheiße aus. Also schreib da Bab drauf, aber lass das zweite P weg, weil das sieht nicht gut aus. Ah. Ja. Schön. Und das war ein Klodwig, glaube ich, erster Auftritt? Der erste Auftritt war tatsächlich gegen den Bau der geplanten Kölner Stadtautobahn im Nippeser Mariensaal. So, und wir kamen dann da an und war gar nicht genug Anlage da, wir konnten nur zu dritt spielen. Aber irgendwie haben wir ein bisschen Blut geleckt. Irgendwie haben wir gedacht, das ist eigentlich ganz schön, wenn wir auftreten. Warum eigentlich nicht öfters? Und dann ging das los. Kamen noch ein paar Auftritte hinterher. Ja, es kamen einige hinterher, ja. Kommen wir zu Heinrich Böll, Schriftsteller, auch ein berühmter und kritischer Kölner, aber einiges älter als Sie. Im WDR-Archiv haben wir ein Interview gefunden, das Sie 1985 mit Heinrich Böll geführt haben. Sie standen damals am Anfang Ihrer Karriere. Heinrich Böll war Nobelpreisträger. Toll. Wolfgang Niedecken im Gespräch mit Heinrich Böll. Wie kam es dazu? Also da war ich schon wirklich unglaublich geehrt. Also ich konnte es eigentlich gar nicht glauben, dass er sich überhaupt mit mir unterhält. Aber wir hatten uns vorher kennengelernt, 2 Jahre vorher, glaube ich, als wir das Buch Bab über Bab rausgebracht haben im Lamo Verlag bei René Böll. Also seinem Sohn. Mit seinem Sohn. Und dann kam er ab und zu vorbei und gab so Tipps. Und dann gab dann die Idee vom Herbert Hofen und vom Viktor Böll, diesen Film zu machen. Der hieß Kölner Erinnerungen aus 40 Jahren. Und da sind wir dann unter anderem auch zu ihm raus gefahren in die Eifel und haben uns einen Nachmittag in seinem Wohnzimmer unterhalten. Und wir haben tatsächlich nachher die Kameras vergessen. Gut. Wir haben nicht mehr daran gedacht, dass da auch noch mitgefilmt wurde. Gar nicht so einfach. Das war toll, das war gut. Und natürlich hat das natürlich sehr geholfen, dass er so unglaublich geduldig war, so gut zuhören konnte. Mhm. Ich meine, ich wusste noch nicht furchtbar viel. Ich war auch erstmal ein bisschen geblendet von, du lieber Gott, hoffentlich blamiere ich mich hier nicht. Der Mann ist ja nun komplett kompetent in all diesen Belangen, über die wir uns unterhalten haben. Ja. Aber es ist gut gegangen, weil er so behutsam war. Sie haben gerade gesagt, es war eine unglaubliche Ehre für Sie. Ja. Was haben Sie so an ihm bewundert? Also ich kenne den ja schon aus den Medien. Das, was man damals, als ich Kind war, Medien nennt. Und natürlich auch aus dem Bücherschrank meiner Mutter. Meine Mutter ist auf der gleichen Straße geboren und aufgewachsen wie er. Da liegen keine 200 Meter zwischen. Aha. Zwischen der Ecke Alteburger Straße, Teutoburger Straße und der Alteburger Straße 40, wo meine Mutter aufgewachsen ist, im zweiten Hinterhaus. Mhm. Meine Mutter hat sogar erzählt, dass sie mit ihm früher auf der Straße gespielt hat. Die waren fast gleichaltrig.
Und natürlich war Köln total stolz auf den Nobelpreis, den Literatur-Nobelpreisträger. Ich habe vieles von ihm gelesen und er war, kann ich wirklich sagen, ohne zu übertreiben, ist immer noch ein Vorbild. Ist für mich immer noch ein Vorbild. Mhm. Wie oft habe ich gedacht, in der Zwischenzeit und auch davor, was würde der Böll denn jetzt sagen? Wie würde der sich verhalten? Das war wirklich irgendwie wie so eine Art Polarstern, dem konnte man folgen. Mhm. Weil er einfach so offen war. Ja. Da ist also am Anfang beides. Der Wunsch, sich künstlerisch auszudrücken, Künstler zu werden, aber auch sich politisch einzumischen, den Mund aufzumachen. Am Klotwigplatz in der Kölner Südstadt ist Wolfgang Niedecken zu Hause, hat er uns gerade schon Straßen aufgezählt. Es ist einerseits ein sehr traditionelles kölsches Viertel, aber auch in den 80er Jahren schon ein beliebter Wohnort für Studenten. Mittelpunkt von Kölns alternativer Szene mit Kneipen und Geschäften. Hier war ich zu Hause, in dem 800 Meter Radius. Der Kölner Klotwigplatz. Hier wurde Wolfgang Niedecken geboren und auch heute lebt er noch immer in der Nähe. Niedeckens Vater betreibt dort ein kleines Lebensmittelgeschäft. Die Mutter ist gebürtige Kölnerin. Am 30. März 1951 wird Wolfgang Niedecken geboren. Er wächst wohlbehütet auf, wird katholisch erzogen. In der Schule ist er eher durchschnittlich, nicht zur Begeisterung seiner Eltern. Mit 10 Jahren kommt Niedecken auf ein katholisches Internat in Rheinbach. Die Eltern haben zu wenig Zeit, sich um Schule und Hausaufgaben zu kümmern. Der Junge soll schließlich einmal Abitur machen. Aber die Musik fasziniert ihn mehr als die Schule. Neben den Beatles und den Kings prägt ihn in dieser Zeit vor allem der amerikanische Folkstar Bob Dylan. Niedecken singt und spielt in mehreren Schülerbands. Er schreibt erste eigene Songs und Texte. Ohne Abitur studiert er ab 1970 freie Malerei an der Fachhochschule Köln. Er beendet das Studium 1974 mit dem Examen. Seitdem ist er immer wieder auch als bildender Künstler tätig. Er stellt aus und hat die meisten der BAP-Cover selbst gestaltet. Aber schon während seines Kunststudiums tingelt Niedecken als Solist durch die Kölner Kneipen. 1977 gründet er die Band BAP. Mit ihr spielt er nach und nach auf immer größeren Bühnen. Und dann der Durchbruch. Zunächst allerdings nur musikalisch. Jetzt geht es also richtig ab, kommt jetzt die große Kohle. Wollen wir doch hoffen. Ja, zunächst hoffen wir erstmal, dass überhaupt mal Kohle kommt. Ne? Denn bis jetzt haben wir noch nicht groß Kohle gesehen. Bis jetzt haben wir immer nur gearbeitet, um, mal ganz wissenschaftlich ausgedrückt, um unsere Produktionsmittel zu bezahlen. Ne? So hat der LP soll eben auch mal so viel abwerfen, dass wir tatsächlich uns davon ernähren können. Hat ja geklappt. Ja, also unfassbar. Ich mag diese Stelle total gerne. Ja. Ist schön, also das Ambiente so. Ich kann mich erinnern, dass ich mich damals ein bisschen geschämt habe, dass ich über Geld reden sollte. Und wir wussten auch wirklich noch nicht, wo es lang gehen würde, wie wir uns jemals davon ernähren konnten. Und es war, ich glaube, vor dem dritten Album war das. Wir haben damals auf diesem Bahnhof in Adorf geprobt. Auch für das nächste Album übrigens auch noch. Und da war dann dieses Fernsehteam dabei, die irgendwie was über Kölschrock machten. Ja. Wir haben vorher über Heinrich Böll gesprochen, der ja auch wie Sie ein Südstadtkind ist und trotz Heimatverbundenheit auch immer sehr kritisch geblieben ist. Sie haben ja Köln auch öfter mal kritisch betrachtet. Was hat Ihnen nicht an der Stadt gefallen oder was gefällt Ihnen nicht an der Stadt? Ja, diese, kann man so sagen, dieses teilweise gnadenlose Fröhlichsein, ja, dieses Vergessen, dass es auch noch einen Tellerrand gibt, über den man gelegentlich mal gucken könnte.
dieses Vereinsmeierliche damals. Ich habe ja auch mal dieses Lied nicht für Koche geschrieben über den Kölner Karneval. Das, aber wohlgemerkt, das habe ich geschrieben noch etliche Jahre, bevor die Stunksitzung zum Beispiel gegründet wurde, also die erste alternative Kölner Karnevals. Sitzung. Das war damals wirklich sehr miefig. Als ich diesen Song geschrieben habe, war der Kölner Karneval sehr, sehr miefig. Mhm. Und deswegen habe ich das geschrieben. Das kriegt es natürlich immer wieder unter die Nase gerieben. Hat mich langst... der Kölner vergisst nicht. Ja, aber damals fand das natürlich jeder toll, dass endlich mal was dagegen, gegen diese Miefigkeit gesagt hat. Aber sobald ich irgendwie im Karneval selber dann nicht geflohen bin und unterwegs war, kriege ich aber Übles zu hören. Mhm. Was willst du dann, ey? Ja. Nee, das haben sie nicht gern. Das habe ich auch erlebt. Wir wohnen ja noch nicht so lange in Köln, aber das weiß ich schon. Das ist unantastbar. Sie werden ja auch der Südstadt-Dillen genannt, weil sie... Ja. Gibt schlimmere Vergleiche. Ne? Ja. Ist das die politische Haltung, die Sie an Bob Dylan bewundern? Die Musik? Was ist das? Nein, also dass ich so genannt würde, das ist, hat sich irgendwann mal ein Journalist ausgedacht, mit dem ich da wohl ähnliche Gesichtszüge oder die gleiche Frisur und dann dieses Mundharmonika-Ding. Damals bei meinen Kneipenauftritten, als ich alleine durch die Kneipen getingelt bin, habe ich halt Mundharmonika auf so einem Reck gehabt und akustische Gitarre gespielt. Aber Sie lieben ihn ja auch. Ich mag ihn total. Ja. Also das ist wirklich mein nächstes großes Vorbild. Also an Dylan kann man sich auch verdammt gut orientieren. Wenn man Dylan kapiert hat, dann weiß man auch ungefähr, wie man Songs schreibt. Das Alleinstellungsmerkmal von Bab ist die kölsche Sprache. Ja. Das, als ich mit 14 das erste Mal ein Bab-Lied gehört habe, ich glaube, es war verdammt lang her, habe ich es nicht verstanden. Warum Kölsch? Warum haben Sie daran festgehalten? Also angefangen haben wir jetzt ganz einfach, weil dieses erste Lied da war plötzlich. Das war Helfe kann der Kähner. Das war das erste, damals im Liebeskummer geschrieben. Und damit kam ich dann in diesem Proberaum an und dann fanden die das alle prima. Und dann hieß es auch, das ist gut, da musst du mehr von machen. Also da musst du mehr von machen. Und dann habe ich ein paar mehr gemacht und plötzlich kam das irgendwie so ins Rollen. Und wir haben uns ja nie... ausmalen können, dass das irgendwie mal was Überregionales würde. Und als es dann überregional wurde und das kein Hinderungsgrund war, Kölsch zu singen, war ja auch gut, wenn wir jetzt angefangen hätten, das weltweit betreiben zu wollen, dann hätte ich mir was überlegen müssen. Aber das, ich wollte das nie. Und ich habe mich dann auch immer dagegen gewehrt, das Hochdeutscher zu machen oder gar Englisch stattfinden zu lassen. Ich wollte das nie, weil wirklich, das ist authentisch. Auch, weil ich natürlich auch sagen muss, dass diese Sprache mittlerweile, wie alle Dialekte, mittlerweile fast von keinem mehr gesprochen werden. Also wenn jetzt junge Bands, die um die 20 sind, in Köln Kölschrock machen, dann zieht es mir teilweise schon mal ein bisschen die Nackenhaare nach oben, weil die wissen teilweise schon gar nicht mehr, wie man tatsächlich Kölsch singt. Und dann denke ich dann, warum müssen die das machen? Die müssen jetzt nicht mundartpflegerisch tätig werden. Die kölschen Musikfußstapfen sind natürlich auch sehr, sehr groß. Wie ist denn eigentlich Ihr Selbstbild? Sie sind ja auch immer politischer Künstler gewesen. Sind Sie eher Kritiker, Rebell, Künstler? Wie sehen Sie sich? Nein, ich glaube, ich bin Künstler. Also ich, ob ich male, ob ich schreibe, ob ich singe, ob ich Gitarre spiele, ich versuche aufzunehmen, ich versuche das mitzukriegen, was rumfliegt und daraus mein Ding zu machen. Also wirklich das, ein riesiges Collage-Prinzip eigentlich. Und manchmal ist es auch egal, ob ich das mache oder das mache daraus. Ich glaube, mit Kristallnacht hat man sie 82 das erste Mal wahrgenommen als... Ja, Aufrüttler, ne? Ja, aber ich habe dieses Lied damals in Griechenland geschrieben. Das war eine Geschichte, wo am Sonntagabend eine Fähre losging. Die letzte Fähre sollte zum Festland gehen und plötzlich wurde da so furchtbar gedrängelt. Man hat keine Rücksicht mehr auf alte Menschen genommen, auf Kinder. Und ich habe gedacht, was passiert hier bitte? Was passiert denn, wenn wirklich mal ein Grund zur Hektik ist und nicht nur, um das letzte Schiff zu erreichen. Wie gnadenlos können sich Menschen dann verhalten? Das hat sich so weitergesponnen und das war das eine Ding und daraus habe ich dann diesen ganzen Text geschrieben. Mhm. Wir haben mit der Band zusammen die Musik erarbeitet und ich finde, man sollte keinen politischen Song schreiben, einfach nur, weil man als Auftragsarbeit etwas zu einem Thema schreiben soll. Das muss einen so berühren,
Dieses Thema muss einen so berühren, dass man an nichts anderes mehr denken kann. Ja, das hat man Ihnen aber auch immer abgenommen. Also ich glaube, bei Ihnen hat nie jemand an Auftragsarbeit gedacht. Bitte nicht, keine Auftragsarbeit. Nimmt er nicht an, haben wir das jetzt alle gehört. Anfang der 80er Jahre hat Wolfgang Niedecken sein Publikum gefunden. Er ist ein Songwriter, will mit seinen Texten nicht nur zum Nachdenken und Singen anregen, sondern auch politisch und gesellschaftlich etwas verändern. Und wir haben hier Bilder von der großen Friedensdemonstration 1981, die im Bonner Hofgarten damals stattgefunden hat. Es war eines von drei Großereignissen, bei denen Künstler aus aller Welt die deutsche Friedensbewegung gegen die Aufstellung neuer Mittelstreckenraketen unterstützt haben. Und auch BAP ist auf einer dieser Großdemos aufgetreten. Wie wichtig war es Ihnen, da dabei zu sein? Also das war uns schon sehr wichtig. Also es war ja damals die Zeit, wo man, wie man heute weiß, auch wirklich am Rande eines Atomkriegs stand. Man hat wirklich gepokert. Es war ein Kräftemessen. Und wenn auf der Gegenseite nicht dieser großartige Gorbatschow gewesen wäre, dann weiß ich nicht, was passiert wäre. Dieses Hirsch war. Ja, der wirklich sehr hirsch war. Ja, ich habe ihn Gott sei Dank auch mal kennenlernen dürfen. Das war auch eine ganz große Gnade, den Mann kennenzulernen. Ich habe ihm mein Gitarrenband signieren lassen. Das hängt seitdem bei mir zu Hause an der Bücherwand. Also Gorbatschow kennengelernt, sondern war auch ganz großartig. Wie haben die Fans reagiert auf dieses Politischsein von BAP? Die Öffentlichkeit? Wir mussten dann eher aufpassen, dass wir uns nicht so als Bands der Bewegung vereinnahmen lassen würden, weil plötzlich kamen dann doch die Auftragsarbeiten und plötzlich kam es dann doch irgendwie, dass man sich zu einer bestimmten Partei oder zu irgendwas bekennen sollte. Und ich finde, Künstler gehören nicht in eine Partei. Künstler müssen Freidenker sein, keiner Parteiraison untergeordnet. Aber Sie haben sich ja mal eingesetzt für Rot-Grün, für die Fortsetzung der Koalition. Das war dann wirklich aber auch der Fall, weil die Entscheidung, ob Deutschland am Irakkrieg teilnehmen würde, hing davon ab. Wenn es nicht bei Rot-Grün geblieben wäre, hätten wir am Irakkrieg teilgenommen. Und das war für mich eine Frage von Krieg oder Frieden. Und da fand ich schon, dass wir uns dafür einsetzen sollten. Und Gott sei Dank fand die ganze Band das auch, sonst hätten wir es nicht gemacht. Sonst hätte ich mich alleine dafür eingesetzt. Ja. Wie schwer ist es bei dieser politischen Arbeit oder bei diesem politischen Engagement so wach zu bleiben, trotzdem auch gleichzeitig Künstler zu bleiben? Weil dafür braucht man ja vielleicht auch eine gewisse Unbekümmertheit oder Kreativität oder... Ja, aber das ist nun mal so. Also ich glaube, das ist das Talent, was ein Künstler am dringendsten braucht, ist, dass er bemerkt, aus was er einen Song schreiben kann. Also wenn mich sowas umtreibt, wenn ich weiß, beispielsweise, es steht die Wahl an, und wenn hier die Falschen an die Macht kommen, dann werden wir einen Krieg im Irak an der Backe haben. Jetzt werden deutsche Jungs, und mittlerweile auch Mädels werden daran beteiligt sein. Dann treibt mich das um. Dann ist das so etwas, wo ich den ganzen Tag dran denke. Und irgendwann kommt der erste Satz, wo ich es formulieren kann, oder der erste Ton, und den muss ich dann bemerken und kann dann weiterarbeiten, kann da dranbleiben. Und während dieses künstlerischen Prozesses, da vergesse ich sowieso alle Zeit. Da ist manchmal, dass ich dann morgens um 4 Uhr aus dem Fenster gucke und denke, komisch, warum wird das schon wieder hell? Ja, das, so wach waren Sie auch Anfang der 90er, als in Deutschland Neonazis Asylbewerbern auf die Pelle gerückt sind, sie angegriffen haben, Heime in Brand gesteckt haben. Da haben Sie reagiert als Mitorganisator eines Konzerts gegen Rassismus, das in die Kölner Geschichte eingegangen ist. Der Text des Liedes, das zu diesem Ereignis geschrieben wurde, stammt von ihm, Wolfgang Niedecken. Das Arsch-Hu-Konzert 1992. Ich glaube, fast alle, die heute hier arbeiten an dieser Planet-Wissen-Sendung, waren dabei, haben vorher alle gesagt, ich war dort. Was war das Besondere? Es war dringend. Es war unglaublich dringend, weil in Deutschland brannten die Asylantenheime. Das muss man sich vorstellen.
In dem Land des Holocausts brannten Asylantenheime. Und wir waren alle, diese Kölsch singende Szene in Köln, man hatte vereinbart, dass man sich trifft und überlegt, was können wir denn überhaupt machen? Am besten, wir machen eine große Kundgebung. Wo machen wir die? Lange Umwege, schließlich war dann meine Idee, das auch am Klopichplatz zu machen, wo ich aufgewachsen bin, fanden eigentlich die meisten oder alle fanden das am besten, anstatt ins Stadion zu gehen oder irgendwo sich abdrängen zu lassen, wo entweder immer Kultur stattfindet oder wo immer Leute stehen und sich was angucken, aber auf dem Klopichplatz war das schon mittendrin. Etwas mittendrin, ja. Wir haben natürlich nicht damit gerechnet, dass es so groß werden würde und ich halte heute noch die Luft an, wie viele Leute gekommen sind. Wir hatten ja überhaupt keine Rettungswege oder irgendwelche Sicherheitsvorrichtungen. Also Duisburg, damals diese Love-Parade-Geschichte, das hätte auch da passieren können. Ja, Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Mhm. Ja, und dann sagen die Kölschen natürlich, der Herr Jörg ist doch eine Kölsche. Ja, und er war offenbar anwesend bei Arschhu 82. Das ist, glaube ich, für viele Leute, habe ich wahrgenommen, mit denen ich gesprochen habe, eine Gänsehautgeschichte heute noch. Ist für mich auch noch. Die sind sofort, wow, das war. Was war die Aussage des Textes, den Sie da geschrieben haben? Also diese Geschichte ist ja mir so passiert. Ich bin morgens keine 20 Meter vom Klopich, vom Severinstor entfernt in die Bäckerei Brochmann gegangen. Und da steht neben mir jemand und sagt irgendwas wirklich sehr Ausländerfeindliches. Ein Typ in einem Blaumann, ja, so ein Monteur. Und ich war morgens noch nicht richtig wach. Und was erzählt der denn für Scheiß? Und habe mich wieder auf mein Fahrrad gesetzt und bin nach Hause gefahren. Als ich zu Hause ankam, habe ich gesagt, wow, du bist soeben mitgelaufen, du hast dich angepasst, hast nichts gesagt dazu. Mhm. Habe mich über mich selber sehr geärgert. Das wird einem aber auch sehr oft geärgert, erst später, wenn es durchgesickert ist, klar, oder? Ja, klar. Und dann hatte ich die Idee zu diesem Text. Und dann ging das aber auch schon sehr schnell, dass wir uns getroffen hatten und überlegt haben, was können wir denn tun? Wir machen dieses Konzert und wie finanzieren wir das? Wir nehmen ein Album auf. Alle waren angehalten, ein Album, einen Song für ein Album zu schreiben. Und der sinnigste davon sollte dann die Single dazu werden. Und mein Vorschlag war dann eben dieser Text und diese Musik. Musik war von Nikitakis, Kölscher Grieche, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe in der Zeit. Ja, und das ist genau die Geschichte, die mir selber passiert ist, ohne Zeigefinger, weil das ist ja mir selber passiert, auf diesen Text geschrieben. Und das war es dann auch, weil das Motto war tatsächlich, man muss den Hintern hochkriegen und die Zähne auseinander. Man darf denen nicht das Feld überlassen. Im richtigen Moment reagieren, wach sein einfach. Ja. 2012 gab es eine Neuauflage des Konzerts und es kamen wieder Zehntausende. Auch 20 Jahre später sorgt diese Hymne für Gänsehaut. Und das nicht nur bei den Künstlern selbst, sondern auch beim Publikum. Zehntausende Menschen, die Seite an Seite friedlich feiern und sich gemeinsam für mehr Toleranz und gegen Rassismus positionieren. Mit etwa 30.000 Besuchern hatten die Veranstalter gerechnet, doch es wurden unfassbare 80.000. Bewegende Szenen und eine Stimmung, mit der die Künstler selber kaum gerechnet haben. Wir sind die Präsent, wir Jäcke am Ring, dann ist der Tod stolz auf sich. Also war total schön und wir waren alle total überrascht, dass so viele Menschen gekommen sind. Ich bin stolz auf meine Stadt, ist einfach geil. Köln bleibt Köln und das Veedel bleibt Veedel, also so ungefähr, so fühle ich mich. Es ist eine komplett andere Veranstaltung. Die hat ja vor Lebensfreude und vor Energie, ist sie explodiert. Vor 20 Jahren haben die Asylantenheime gebrannt. Und diesmal haben wir einfach mal gezeigt, wo in Köln der Hammer hängt. Ich bin auch ganz stolz, ehrlich gesagt. Eins steht fest, Köln hat seinen Arschhu gekriegt und gezeigt, wie es geht. Eine Verbeugung für diese Stadt. Tolle Bilder. Also da kriege ich selbst als zugezogene Kölnerin Gänsehaut, weil es einfach auch so ein Köln-Gefühl war. So, ne? Sind wir alle hingekommen. Mhm. Ja. Sind alle, das ist ja ein Melting Pot. Köln ist ein Melting Pot. Seit frühester Geschichte, die Menschen sind von überall her
an diese Stelle am Rheinufer gekommen. Und das war immer ein Schmelztiegel gewesen. Immer ein Magnet gewesen. Ja. Werden wir 2022 auch wieder ein Arschhu-Konzert erleben und brauchen? Ja, ich denke, dieses Thema wird schon leider erhalten bleiben. Also ja, das ist aber dann wahrscheinlich ein sehr, sehr schweres Thema, wenn wir das jetzt erörtern wollen. Ich denke, dass wir immer mehr aufeinander hängen werden und dass wir immer mehr darauf achten müssen, tolerant zu bleiben, wenn wir es überhaupt schon sind. Das wird schwierig werden. Und was kann Kunst und Musik da bewirken politisch? Das ist ja eine emotionale Geschichte. Wenn ich sage ja auch manchmal, wenn alle Menschen die Möglichkeit hätten, so reisen zu dürfen, wie ich das darf. Ich darf, Gott weiß, wohin fahren. Ich kann mir das auch erlauben. Das kann sich ja lange nicht jeder erlauben. Und man würde sich reinversetzen in die Menschen in Syrien, in Norduganda, weiß der Teufel wo. Wenn man es einfach ansehen kann. Dann würde man einfach verstehen, was da passiert. Und dann kann man sich auf viel, viel kleinerem emotionalen Dienstweg verständigen. Das wird schon irgendwie klappen. Aber solange die Menschen gegeneinander aufgehetzt werden, das macht man leider. Ja. Wie hat man die Menschen innerhalb des vergangenen Jahrhunderts in zwei furchtbaren Weltkriegen aufeinander gehetzt, manipuliert bis zum geht nicht mehr und noch andere Kriege in der Welt, die jetzt nicht unbedingt in Europa stattgefunden haben. Wie hat man Menschen aufeinander gehetzt? Völlig unnötigerweise, wo man sich auch heute einigen können, wenn man sich gegen versucht hätte, sich zu verstehen gegenseitig. Das kann Kunst. Ja. Auch über die Grenzen hinweg. Also ja. Ich habe auch in dem Zusammenhang mit der kölschen Sprache, in der Sie ja singen, die ich früher nicht verstanden habe. Trotzdem war Du kannst zaubern Lieblingslied von mir, obwohl ich es gar nicht richtig verstanden habe. Aber andere Lieder hat man ja auch nicht verstanden. Und trotzdem gehen sie rein. Ja, klar. Also, Englisch ist dann noch die Sprache, die man hier am meisten versteht in Deutschland. Aber wer bitte versteht denn jedes Wort von einem neuen Springsteen-Song oder man muss schon mal ein bisschen nachlesen, ehe man alles versteht. Und das tun die wenigsten übrigens. Mhm. Gutes Stichwort, Springsteen. Aha. Wir haben nämlich auf Facebook unsere Zuschauer gefragt, ob sie Fragen an sie haben. Mhm. Und da haben wir genau eine Frage von Jens Hase bekommen. Der hat nämlich gefragt, welchen Einfluss hat Bruce Springsteen auf ihre Musik? Nach ihrem gemeinsamen Auftritt im Café Eckstein sind sie ja Freunde, schreibt er, damals in Berlin geworden. Und mich würde interessieren, wie es zu diesem Gig kam und wie oft sie Kontakt zu ihm haben. Mittlerweile heißt dieses Café übrigens Butter. Echt? Und Butter? Meine Tochter wohnt die Ecke rum. So, letztens bin ich da drin gewesen und habe gedacht, das kenne ich doch irgendwo. Und dann war das die Kneipe, wo ich mit Bruce gespielt habe, wo wir dieses Video aufgenommen haben von Hungry Heart. Also er hat einen großen Einfluss gehabt, wobei wir beide gleichaltrig sind. Ich würde ihn jetzt nicht zu meinen Helden zählen. Meine Helden sind alle 10 Jahre älter. Wir haben beide die gleichen Helden. Mhm. Das Erste, wenn wir uns treffen, ist: Was hat der Dylan in der Zwischenzeit gemacht? Mhm. Wir beide treffen uns dann in so einem Mini-Bob Dylan-Fan-Club. Wenn er in Deutschland ist, dann sehen wir uns. Mhm. Und meistens kommt dann noch irgendwie, spielst du irgendeine Nummer mit? Ja, welche denn? Ja, das wirst du schon sehen. Ja. Manchmal weiß ich nicht Bescheid. Aber meistens ist es dann auch Hungry Heart. Sind Sie dann noch nervös? Dann bin ich nervös. Ja? Dann bin ich total nervös. Weil ich habe ja auf meiner Bühne, auf meiner eigenen, auf der Bab-Bühne, habe ich ja alles unter Kontrolle, da bin ich ja Chef im Ring. Mhm. Aber da bin ich nur Gast, da kann ich nur funktionieren, sonst gar nichts. Ja, Herr Hase, vielen Dank für die Frage. Ich hoffe, sie ist hinreichend beantwortet worden. Toll. Wann sehen Sie ihn wieder, Bruce Springsteen? Ich weiß nicht, wenn er dieses Jahr kommt und wir nicht gerade selber spielen. Beim vorigen Mal haben meine Töchter gerade Abitur gemacht. Ja. Beide hatten genau an diesem Abend ihren Abiball. Ich glaube, da hätte ich mir die dunkelrote Karte eingefangen, wenn ich da zu Bruce gegangen wäre. Ja. Und sind Sie dann richtig im Anzug aber und hallo, da klassischer Tanz und so? Ich habe komplett meine Familie überrascht. Ich habe mir einen tollen Anzug gekauft mit Schlips und Krawatte. Das wollte ich nochmal zeigen. Und dann haben Sie mit allen drei Damen abwechselnd aber hallo, getanzt? Ja. Also nicht allzu oft, aber ich habe mit allen reingetanzt. Toll, schön, hätte ich gern gesehen. Wolfgang Niedecken, meine Damen und Herren, ist heute bei Planet Wissen und wir können alle wirklich froh sein, dass Sie hier sind, denn Musik ist für uns Menschen sehr wichtig. Musik kann heilen und wie sie das macht, das können Sie bei uns im Internet nachlesen unter planet-wissen.de. Dort finden Sie zum Beispiel diesen Text über die Macht der Musik und auch diese Seite über die Entwicklung des Politrocks in Deutschland. Und da begegnet Ihnen natürlich dann auch Wolfgang Niedecken wieder. Gucken Sie mal rein, lohnt sich immer bei uns.
Ich habe vorher gefragt, wie Sie Verantwortung, ob ein Künstler eine Verantwortung hat. Und Sie sagen, kann man nicht jedem aufzwingen. Man lernt das ja auch nicht, ne? Inwieweit haben Sie das gelernt, wenn Sie immer wieder gefragt worden sind, politisch Verantwortung zu übernehmen? Ja, muss ich wirklich drüber nachdenken, wann dann da der Startschuss war. Ich glaube, das ist alles damit losgegangen, dass ich mich losgelöst habe in den 60er Jahren von der Meinung meines Vaters, der sehr konservativ war. Ich habe dann angefangen, mich selber politisch zu informieren. Ich habe begriffen, was es da in Vietnam gegangen ist. Diese unglaubliche Ungerechtigkeit, was da passiert ist. Hat mich dann, glaube ich, auch sehr für diesen ganzen Kolonialismus interessiert. Was ist in Afrika alles abgegangen? Das ist etwas, wo ich auch nicht genug Informationen darüber kriegen kann. Also das ist ein unglaublich interessantes Gebiet. Und da merkt man dann auch, wie die Menschheit tickt, also ja. Wie sich der Stärkere durchsetzt. Aber also, wie halten Sie das aus? Weil das zieht ja auch runter, ne? Natürlich zieht das runter, aber das muss ich halt verarbeiten. Also man ist halt als Künstler auch ein Sensibelchen. Ja? Das ist nun mal eine Grundvoraussetzung. Wer als Künstler nur mit Ellenbogen durch die Gegend läuft, der kann ein bisschen wie harte Musik spielen, aber letztendlich im stillen Kämmerlein wird er auch noch über ein paar andere Sachen nachdenken. Wie hat Sie das persönlich verändert, dieses Stellung beziehen, was ja damals mit Kristallnacht anfing und dann auch bei den Arschhu-Konzerten einfach hinzustellen und zu sagen, so, wir machen jetzt was, wir sind nicht nur betroffen, wir nehmen es nicht nur wahr, wir machen was, wir verändern was. Was hatte das für Sie, für Ihre Persönlichkeit, für eine Folge? Also ich musste schnell lernen, dass ich mich selber vor den Karren spanne und mich nicht vor den Karren spannen lasse. Das ist wichtig. Weil da sind gleich viele, ne? Ja, das ist, wird unglaublich oft passieren diese Vereinnahmungsversuche und da muss man höllisch aufpassen. Aber wir haben uns eigentlich immer richtig, also immer würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber wir haben uns meistens richtig verhalten. Wir haben aufgepasst. Also wir haben ja zum Beispiel eine komplette DDR-Tour in Sand gesetzt, ja, weil man uns vorführen wollte, weil man uns zensieren wollte, weil man uns eigentlich vorführen wollte als die kritische Linke, was immer das bedeutet, westdeutsche Band, ja, die ja in der DDR sowieso alles toller findet. Moment mal, das war aber nicht. Man wollte, dass ich sage, dass die SS-20 Friedensraketen sind und die Pershings Kriegsraketen. Mhm. Also so billig war ich nicht zu kriegen. Das war Unsinn. Und deswegen habe ich damals dieses Lied geschrieben. Das hieß, deshalb spielen wir hier. Und wegen dieses Liedes haben wir dann doch nicht da gespielt, weil das wollte man uns kassieren. So, und das ist jetzt mittlerweile 30 Jahre her. Und von da an waren die Sinne noch mehr geschärft. Mhm. Bloß nicht vereinnahmen lassen. Mhm. Besser, man spannt sich selber vor den Karren. Mhm. Für all das, was in der Zwischenzeit passiert ist, ja, haben wir uns oder habe ich mich selber gespannt. Ich habe mir das selber ausgesucht, was ich da in Afrika versuche. Dann kann man selber entscheiden und auch die richtigen Entscheidungen für sich selbst treffen. Afrika, genau das Stichwort. Jetzt, ob Sie es gewusst hätten, seit 10 Jahren engagieren Sie sich schon in Afrika. Zum Beispiel in Uganda. Hier haben wir Bilder. Norduganda 2010. Wolfgang Niedecken ist in dem kleinen Ort Pada angekommen. In regelmäßigen Abständen reist er hierher, engagiert sich für Kinder und Jugendliche, die unter den Folgen des Bürgerkriegs leiden. Eine Herzensangelegenheit. 2004 kam er zum ersten Mal in die Region. Die erschütternden Schicksale der Kindersoldaten bewegten ihn so sehr, dass er versprach zu helfen. Dann zog halt dieses kleine Mädchen bei mir am Arm und sagte, please Mr. Promise not to forget. Und diesem Mädchen habe ich dann eben halt versprochen, was sollte ich auch anders tun? Ja, ne, werde ich nicht vergessen. Und habe dann mit vielen Leuten darüber geredet und dann hat sich dann etwas ergeben, dass mehr Leute noch daran interessiert waren. Und die Idee war dann wirklich auch nachzufragen, wie können wir euch helfen, den Leuten, die im Land arbeiten. Gemeinsam mit einem Freund startete Niedecken das Hilfsprojekt Rebound. Hier besucht er den Aufbau einer Handwerkerschule. Die Arbeiten an den dazugehörigen Schlafsälen sind fast abgeschlossen. Niedecken will auf seine Art helfen.
unter geschmackvoll verstehe ich keine süßen Kinder vor die Kameras zu halten. Das tue ich nicht. Sondern ich bleibe konkret, auch bei sehr unangenehmen Themen, bei der Wahrheit und sage nicht, mit 5 Euro schaffen Sie es, dieses Kind vorm Untergang oder was zu retten. Weil das sind alles so Hilfskonstruktionen, um an Spendengelder zu kommen. Da will ich ja nicht mal einen Stab drüber brechen, aber ich persönlich kann das nicht. Ich tue das auch nicht. Ich möchte etwas sehr Konkretes tun und das, was wir denn da tun, das ist auch sehr, sehr konkret. Sonst könnte ich es auch gar nicht tun. Mit dem Bau von Möbeln kann sich die Schule inzwischen zum Teil selbst finanzieren. Aber es fehlen weitere Werkzeuge. Niedecken überzeugt sich vor Ort, wie weitere Hilfe geleistet werden kann. Wenn man hier ist, dann ist natürlich alles viel praktischer als zu Hause am grünen Tisch in der Etappe. Die Kritiker der Entwicklungshilfe haben ja da andere Argumente, teilweise einfach auch, weil sie noch nie hier waren. So einem Lehrer hier, so einem Chef von so einer Schule sagen, pass auf, das war's jetzt, jetzt müsst ihr sehen, dass er selber auf die Beine kommt, das wird sehr, sehr schwer. Große Hochachtung. Es engagieren sich ja viele für Afrika, aber das Schicksal dieser Kindersoldaten ist wirklich ganz besonders schwer auszuhalten. Wie ist der aktuelle Stand Ihres Projekts? Also es ist somit das Bitterste, was ich jemals erlebt habe. In Uganda sind wir jetzt eigentlich durch. Also diese drei Projekte laufen jetzt selber. Die musste man auch übergeben. Man muss auch loslassen. Sonst bauen sich von dem Geld, was eigentlich für die Schulen vorgesehen ist, irgendwelche Minister schöne Villen an den Viktoriasee. Die müssen das selber jetzt auf die Reihe kriegen. Das ist ganz, ganz wichtig bei Entwicklungshilfe, was ich auch eben auch gesagt habe, die Kritiker der Entwicklungshilfe. Das ist ein großes Thema. Das ist sehr interessant, wird auch sehr kontrovers diskutiert. Alles in Ordnung. Aber das, was wir momentan machen, das ist halt im Ostkongo. Und im Ostkongo ist nun ewig Bürgerkrieg. Die Milizen marodieren, teilweise marodieren auch die regulären Truppen, weil sie keinen Sold bekommen, weil dieses Land komplett korrupt ist. Von Kinshasa kommt kein Sold bei den Soldaten im Ostkongo an. Die müssen sehen, dass wo sie bleiben, wo sie sich mit ernähren können. Und es ist komplett korrupt. Also wenn eine Vergewaltigung, da kann man den, wenn man dann jemanden überhaupt anklagt und erwischt und ins Gefängnis steckt, den kann man für ein Fuffi wieder rausholen, weil die Familie vom Gefängnisdirektor muss ja auch was essen. Also es ist eine Katastrophe, es ist furchtbar und die Milizen marodieren, alle marodieren. Und wir versuchen halt, den ehemaligen Kindersoldaten, die bei Gefechten übrig geblieben sind, etwas beizubringen und sie in 9-monatigen Kursen auf einen Wiedereintritt in die afrikanische Realität zu ermöglichen. Das sind dann teilweise auch Mädchen, Zwangsprostituierte. Minderjährige Mädchen, zwangsprostituiert und das bricht einem komplett das Herz. Und die werden ja dann auch von ihren Familien verstoßen, die können nicht mehr heim. Die werden von ihren verstoßen. Das ist also, und umso mehr freue ich mich, wenn es dann bei denen gelingt. Also jetzt so, meine Heldin ist momentan die ich vor einem Jahr kennengelernt habe, die erste, die in unserem Automechanikerkurs teilgenommen hat. Ja, also die macht das. Die wird ihr Leben auf die Reihe kriegen. Toll. Und viele von den Jungs, die Schreiner gelernt haben oder was der Teufel, was sie bei uns gelernt haben, haben schon eigene Firmen mittlerweile und irgendwie, also im ganz kleinen Maßstab. Oder sie gehen in Handwerkertrupps durch die Dörfer und fragen, wo was zu machen ist. Aber sie marodieren nicht mehr. Ja. Sie sind auch ganz stolz, dass sie ihr Leben selber wieder auf die Reihe kriegen. Weil Selbstwertgefühl ist ja auch was, was ganz, ganz bedeutend ist. Damit kann man übrigens auch Traumata wieder bekämpfen, wenn sie ein Selbstwertgefühl bekommen. Ja. Haben Sie den Kindern Bildung gegeben? Damit können sie dann auch wieder weiterleben. Ja. Toll, wünsche ich Ihnen viel Erfolg weiterhin für dieses Projekt. 2011 wird Wolfgang Niedecken 60 Jahre alt, aktiv wie eh und je. Engagement in Afrika, darüber haben wir gerade gesprochen. Die Planung einer Tournee mit BAP stand an und auch familiär immer viel los bei ihm zu Hause. Zum zweiten Mal verheiratet, hat er insgesamt 4 Kinder. Ein Mann, der scheinbar mühelos alles wuppt. Und dann tauchen im November 2011 diese Schlagzeilen auf. Klinik. Wie schlecht steht es um BAP-Chef Niedecken? BAP-Tournee abgesagt. Wolfgang Niedecken schwer erkrankt. Niedecken-Drama. Hier geht seine Frau zur Intensivstation. BAP-Frontmann geht's besser. Best im Next.
Niedeken grüßt vom Krankenbett. Aufatmen bei Fans und Familie. Niedeken erholt sich jetzt in der Reha-Klinik. Babsänger Niedeken, dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen. Wolfgang Niedeken, ja, es war ein Schlaganfall. Nach Niedekens Schlaganfall, Ehefrau Tina fragte sich, welchen Mann bekommst du nun wieder? Es gibt noch eine Zugabe. Bab-Frontmann Wolfgang Niedeken über seinen Schlaganfall und die Angst vor dem Tod. Sie haben gerade gelacht über die Schlagzeilen. Ich freue mich, dass Sie heute mir so topfit gegenüber sitzen. Stellt sich gar keine Frage, wie es Ihnen geht. Sie sind wieder gesund. Mir geht's wunderbar. Sie haben ja ziemlich schnell gegen diese Boulevardwelle, die da über Ihnen zusammengeschwappt wird, eine einstweilige Verfügung erwirkt. Warum? Also zunächst mal war es nur die Zeitung mit den ganz großen Buchstaben. Also die anderen haben sich ordentlich verhalten, muss man auch mal sagen können. Ne? Also die Bild-Zeitung hat ein bisschen randaliert, Sachen behauptet, die nicht stimmen. Und deswegen musste ich natürlich reagieren, weil ich muss ja die Deutungshoheit über mein Leben wieder kriegen. Letztendlich habe ich dann auch dieses Buch Zugabe geschrieben, das eigentlich erst zum Bab-Jubiläum, zum 40. vorgesehen war. Mal erklären, wie es tatsächlich war, damit ist es dann auch mal gut. Nein, das war schon eine harte Angelegenheit, aber dadurch, dass ich innerhalb einer halben Stunde an der richtigen Stelle in der Uniklinik, also in der Neurologie und da dann auch in der Stroke Unit bei Fachkräften war, hat das alles wunderbar funktioniert. Die Leute, die haben wirklich hervorragend gearbeitet, haben alles wieder so hingekriegt. Ich musste ein halbes Jahr lang Pause machen. Da hätte ich auch gar nicht gekonnt. Also hätte meine Konzentration nicht mehr funktioniert, weil das, was geschädigt war, da war schon einiges geschädigt, musste ja irgendwo anders übernommen werden. Ich musste also ordentlich Reha betreiben, hart trainieren, was teilweise spaßig war. Ich habe meinen Humor dabei nicht verloren und das hat auch die Familie noch enger zusammengebracht. Also es ist immer für irgendwas gut. Freut mich, ja. Freut mich, Sie so zu sehen. Das Buch Zugabe, das klingt auch, da schwingt eine Demut mit und Ihr neues Album Zusammen alt, das ist auch, ich meine, ich denke, glaube, Sie waren schon immer melancholisch, aber das klingt schon sehr nach Herbst und Melancholie. Warum? Auch Unplugged macht natürlich noch mal diese Anmutung deutlich. Warum diese leisen Töne? Ja, also weil man muss ja als Künstler auch immer sehen, dass man versucht zu reduzieren. Ja, also Mondrian in der Malerei, mehr kannst du eigentlich nicht. Oder ja, oder die Minimal Art Maler. Man sollte schon im Weglassen auch probieren, dass etwas zum Ausdruck zu bringen. Und dieses Album war leise angelegt. Das nützt nichts, wenn da einer den wilden Mann macht und Liebeslieder singt. Das passt einfach nicht wirklich. Und das war eine wunderbare Gelegenheit, mal so ein Album zu machen. Und es war auch eine wunderbare Gelegenheit, mich bei meiner Frau zu bedanken für all die anderen Sachen, die vorgekommen sind, wo sie mein Schutzengel war. Die war ja nicht nur einmal mein Schutzengel, die ständig Schutzengel. Ja, sie wissen, dass jetzt alle Frauen total neidisch sind. Ja, aber ich kann sie trösten. Irgendwann hat mal jemand gesagt, der mich interviewt hat, Liebeslieder räumen keine Spülmaschinen aus. Das ist wohl wahr. Ja. Räumen Sie Spülmaschinen aus? Ich räume Spülmaschinen aus, wenn mir keine Liebeslieder einfallen, natürlich. Aber ich traue Ihnen zu, dass Ihnen immer welche einfallen. Ja, aber ich bringe auch schon mal Müll runter. Im Moment sind Sie voller Vorfreude auf Ihre Tour. Das ist das, was ansteht. Tourleben und Familienleben passen ja eigentlich nicht zusammen. Aber Sie, doch, ja? Bei mir passt das. Also meine erste Ehe, kann man ganz klar sagen, meine erste Ehe ist gescheitert daran, dass wir andere Lebenspläne hatten. Also wir hatten so ein anderes Leben vorgestellt und plötzlich war ich Rockstar. Zum Glück. Meine jetzige Frau hat mich kennengelernt, als ich das schon war. Mhm. Ja, und what you see is what you get. Ja. Und sie hat da nie versucht, andere Spielregeln aufzustellen. Es war immer alles flexibel. Wir haben unsere Kinder im Galopp erzogen und ich glaube nicht, dass sie darunter gelitten haben. Ich glaube, dass sie dieses Leben auch sehr
sehr toll gefunden haben und es immer noch finden. Ich merke das im Zusammenhalt in der Familie, dass das wohl funktioniert hat. Ihre Frau wirkt sehr glücklich und ich gönn's ihr hiermit auch. Okay. Ich würde gerne noch 3 Stunden mit Ihnen weiterreden oder auch 4. Aber wir sind am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich, Wolfgang Niedecken. War die erste Viertelstunde, die so schnell verflogen ist. Viel Erfolg für Ihre Tour und für alles, was Sie weiter anpacken. Vielen Dank. Alles Gute. Und Ihnen danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.